Hallo, ich bin Malte, der Wolf von Mibo von den Bracken Heads. Und bei mir habe ich den Benny Bravestar von Target Priority. Benny, schön, dass du da bist. Ja, moin, schön, dass ich da bin. Danke für die Einladung. Warum haben wir zwei uns hier an diesem lauen Sommerabend, behaupte ich jetzt einfach mal, versammelt? Ganz einfach, Tyraniden, Nephilim. Wir gucken uns an, wie es aussieht für unsere Käfer in der kommenden Nephilim-Saison. Es hat ja einige Änderungen gegeben. Und ich würde vorschlagen, wir fangen einfach gleich mal an. 6 CP haben wir noch vor Beginn des Spiels. Benny, wofür gibst du die aus? Ich bin noch nicht hundertprozentig entschieden, ob es nicht doch in ein Detachment gehen muss, also in ein zweites Patrol. Mhm. Und davon hängt ab, ob man ein CP für Direct Guidance ausgibt, für einen Warlord Trade, und ob man noch einen Flyrant mitnimmt und dann den Reaper. Also da hängt, glaube ich, am Listenkonzept hängt jetzt quasi, ob man mit 5 oder 6 CP reingeht und eher eine ohne Flyrant-Liste spielt, oder ob man halt mit 2 CP reingeht und dann aber mit Doppel-Flyrant. Irgendwie daran, glaube ich, scheidet sich mein Geist zumindest gerade. Und dann würdest du den zweiten Flyrant ohne Reliktwaffe spielen? Oder? Ja. Wow, krass, okay. Also schon eine starke Änderung. Wir haben ja ganz viele Konzepte von den Tyras vorher gesehen, die fast immer mindestens 2 Detachment hatten. Wir haben 3 Flyrants sogar gesehen, die dann auch alle noch ausgestattet waren. Also davon fast komplett weg, dass du schon überlegen musst, ob du überhaupt noch das zweite Detachment mitnehmen möchtest. Ja. Hast du sonst oder noch überhaupt ein Flyrant? Also ich finde, das sind legitime Überlegungen. 0, 1 oder 2. Hm. Anstelle des Flyrants, ich bleibe einfach mal ganz kurz dabei, das ist ja doch fast ikonische Einheit der letzten Monate. Ja. Ikonisch ist völlig übertrieben, aber vielleicht einer der Schlüsseleinheiten der letzten Monate gewesen. Ja. Was würdest du anstelle dessen im Haku mitnehmen? Ein Tyranid Prime, weil er die Buffs mittragen kann, also weil er den 1er Reroll to Wound hat, den möchte man eh eigentlich irgendwie dabei haben, aber es passt nie, also das ist okay. Dann kriegt er den Direct Guidance für plus 1 to hit. Und dann hat er noch die explodierenden Sechsen als Imperativ. Und ja, das ist schon ein sexy Paket für 85 bis 90 Punkte, je nachdem, ob man ihm Adrenalin gibt. Und er hat Charakterschutz. Also das alles zusammen geht klar. Wenn er jetzt noch einen Retter hätte, würde ich den sofort nehmen. Und so würde ich aber sagen, das ist eine Figur, die eine Rolle übernehmen kann. Und dann brauchst du 2 Neuros. Weil, 2 Neuros, oder? Ja. Eine brauchst du zum Casten, weil du nicht mehr so, also weil dir die Flyrants zum Casten fehlen für Catalyst, Onslaught und so weiter. Ja, Die andere brauchst du für Psychic Actions. Genau, kurze Zwischenfrage da. Die Buff Neurotrophe, also Catalyst, Onslaught, rüstest du die, investierst du da jetzt noch auch noch die CP? Nee. Die wir ja früher häufig gesehen mit dem einen Volatrade für doppelt 3W6 und Resonance Barb, sodass sie nochmal plus 1 kriegt. Ja, hatte ich ganz kurz mal in der Liste und einmal getestet und fand es dann irgendwie überbewertet, zumal man den Maliceptor jetzt ja auch eher draußen lässt, der 50 Punkte teurer geworden ist. Und dann ist das eigentlich ganz cool, einmal 3W6 auf eine Zoanthropen-Einheit oder auf sich selbst zu geben und vielleicht auch irgendwie gut zu smiten. Deswegen glaube ich, braucht der eigentlich weder Resonance Bart noch den Waller Trade. Ja, und letztendlich denke ich, man braucht eine zweite, damit man safe für die Psychic Secondaries ist. Genau, lass uns auf die zweite Neurotrophe nochmal ganz kurz ein bisschen später eingehen. Lass uns einmal kurz vorher noch ganz gucken, was hat sich denn tatsächlich an Punktkosten alles grob verändert für die Armee? Ja, die Worst Offenders haben auf jeden Fall richtig einen drauf bekommen und ich finde, jetzt mal isoliert betrachtet von allem anderen, sind die Punkteerhöhungen total in Ordnung. Also bis, ich weiß nicht, die Exokrine ist vielleicht ein bisschen arg scharf und Old One Eye hätte irgendwie auch nicht sein müssen, aber 20 Punkte auf den Hive Tyrants. Da steht keine Effects drauf, der kriegt auch die Punkteerhöhung. Keyword bezogen. 15 Punkte für die Carnifexe finde ich auch völlig in Ordnung, auch für die Harpie. Warum das Acid Spray auf dem Tyrannofex teurer werden musste, weiß ich auch nicht. Aber den hatte ich tatsächlich zuletzt auch mit in der Liste. Aber naja, ich finde das total in Ordnung. Man hat dann in Summe, je nach Liste, zwischen 120 und 200 Punkten weniger. Mhm. Und das ist ungefähr ein Monster. Und das ist auch ungefähr das, was man immer zu viel hatte. Also
ich bin ja jemand, der sagt, ich versuche immer so den Faction-Bias ein bisschen rauszulassen und es war einfach bekloppt, wie viel Zeug man mitnehmen konnte und wie dominant das war. Und das, nur die Point-Hikes an sich finde ich total angemessen. Ja, also bin ich tatsächlich komplett bei dir. Ich glaube, wir hatten auch schon in Kiel kurz darüber gesprochen, dass die Data Sheets einfach lächerlich sind, was sie können für die Punktkosten. Genau. Wir haben leider auch so ein bisschen noch Nerfs obendrauf bekommen, die ich nicht so hundertprozentig nachvollziehen konnte. Ja. Das Spielen auch ein bisschen unangenehmer machen, das ist ein bisschen schade. Aber von den Punktkosten selber bin ich also auch komplett bei dir. Schwächt natürlich die Fraktion, also jetzt insgesamt natürlich ganz klar, darüber müssen wir nicht diskutieren. Aber es schwächt sie auf ein Niveau herunter, wo das total okay ist. Mhm. Und wo man immer noch echt gut mitspielen kann, es erfordert jetzt einfach nur ein bisschen besseres Spiel, glaube ich. Also man hat immer noch die Tools, man hat immer noch genug Potenzial in der Liste, um Spiele zu gewinnen. Das ist nicht ins Oblivion genervt. Ja. Jetzt nur erstmal mit den, also bezogen auf die Punkte. Der Maleceptor, da müssen wir vielleicht drüber sprechen, der hat 50 Punkte drauf gekriegt. Also von 170 auf 220. Ja, und man erschreckt sich. Und dann denk ich aber auch halt, das ist ein T8, Zweierhose, Vierer-Retter-Modell, das Pro. Dreier-Hose. Nicht besser machen als aber so, wenn du den wie ich in Jormungandr spielst, dann ist der auch noch meistens -1 to hit und Obsec. Und das ist halt echt ein Total Package. Der kann sogar ein bisschen prügeln. Ich muss ehrlich 200 sagen, wäre, glaube ich, okay. So. Ja, aber ich muss ehrlich sagen, er ist auch bei 220, einer ist immer noch drin in meiner Liste. Also ja. Ich habe ohne ihn mal getestet, aber... Ich dass ich ihn rausgenommen habe. Es ist irgendwie befreiend. Okay. Vielleicht muss ich ihn auch rausnehmen und einfach mal ohne ihn testen. Das gibt so ein bisschen... kennst du dieses, wenn du so ein gesetztes Objekt aus einer Liste mal rausnimmst und siehst, was das für Luft schafft? Hm. So ein Gefühl hatte ich danach und das ist halt auch so ein Modell, das viel von deinen ersten zwei Runden deine Bewegung vorgibt, so wie du alles spielen musst. Und das nicht zu haben, fand ich mal ganz angenehm. Ja, also hat mich überzeugt eigentlich. Du sagst schon, der Maleceptor ist rausgeworfen worden aus deiner Liste. Ein Attachment wahrscheinlich nur noch, vielleicht gar keine Schwarmtyranten mehr. Also es hat sich einiges geändert an der Armee-Liste. Ist es auch in die andere Richtung gegangen? Also gibt es jetzt auch Einheiten, die du jetzt spielst, die du vorher nicht gespielt hättest? Das kann ich so nicht wirklich behaupten. Okay, schade. Ich glaube, es läuft darauf hinaus, also außer den Tyranid Prime, den hatte ich schon, das war immer so ein On-Off-Ding, der ist jetzt, glaube ich, relativ ist immer noch so ein 50-50-Ding, je nachdem, ob Schwarmtyrant oder nicht. Und dann weiß ich nicht, also bei mir waren halt vorher keine Pyrovoren drin, die würde ich jetzt mit reinnehmen. Und jetzt bin ich aber schon wieder dabei, die vielleicht rauszuschmeißen für Schwarmwachen, also Tyrantenwachen. So. Oh, auch interessant. Und dass man, also da kommen wir aber vielleicht ja gleich zu bei den weiteren Nerfs. Aber sonst ist, glaube ich, nichts wirklich dazugekommen, wo ich sage, also man hat halt ja, also ich habe probiert, ne, was kann man reintun, was ist mit dem Haru-Specs, was ist mit irgendwie Sized Tyrant Rules oder sowas, ne? Was passiert, wenn man die mit reinnimmt und am Ende dann bist du dabei, dann kann ich auch zwei Carnifexe nehmen, ist irgendwie geiler. Und der Price Point von den Carnifexen ist halt immer noch super. Ja, also ich glaube auch, dass viele von den Sachen, die Punktkosten bekommen, trotzdem immer noch absolut super spielbar sind, inklusive auch des Maleceptors. Von daher, wir werden einfach mal gucken, in welche Richtung sich das mit den Einheiten entwickelt. Aber ja, die Toxikrine wirst du trotzdem nicht sehen, vermutlich. Haridan? Ich habe überlegt, ich habe schon mal so ein Battlescribe-File angelegt, so mit einem Patrol und einem Super Heavy Auxiliary Detachment. Und dann habe ich so das Patrol zusammengeklickt und habe ich gesehen, nee, das wird nix. Also, okay. Das geht. Also jetzt, also mit Flyrens raus und so, also, da ist irgendwo so ein kleines Lückchen, was man vielleicht mal so meme-mäßig mal ausprobieren könnte. Aber ich glaube, der Haridan halt einfach zu viel verloren durch das +1 to hit und dass er nicht von den dass er keine Links bekommen kann, keine Adaptions und so. Also, leider nein. Okay, also leider, müssen wir sagen, dann werden wir vermutlich in der Nervenim-Saison keinen Haridan auf den Spieltischen. Leider nein. Schade. Wir haben schon kurz angesprochen, es gab nicht nur die Punkte, mit denen wir beide völlig zufrieden sind, sondern es gab auch
Mechaniken-Nerds, die vielleicht nicht ganz so verständlich waren, zumindest für mich. Magst du das einmal erläutern? Ja, damit sprichst du wahrscheinlich den Flyrant an, oder den Hive Tyrant, mhm, oder genau. Erstmal dieses Warlord-Ding. Also der erste Punkt ist ja quasi, wenn ein Hive Tyrant Keyword-Modell dann in deiner Armee ist, dann muss er der Warlord sein oder einer von denen, wenn du mehrere hast. Also du kannst nicht einen Nicht-Hive-Tyrant-Warlord haben, wenn du Hive-Tyrants dabei hast. Das ist an sich erstmal gar nichts Schlimmes, weil Warlord erstmal gar nicht mehr so eine riesen Bedeutung hat im Spiel. Außer vielleicht einen Punkt für Assassinate mehr. Und es gibt, glaube ich, eine Sonderregel in irgendeiner Mission, wo das für CP generieren wichtig ist. Aber sonst egal. Und jetzt kommt aber Punkt 2. Du kannst deine Synaptic Imperatives nur noch anwerfen, wenn dein Warlord auf dem Spielfeld ist. Das heißt, weder in Reserve noch tot darf er sein. Ja, und das ist auf einem Hive Tyrant, und da reden wir dann in der Regel über den Flying Hive Tyrant zunächst mal als Staple irgendwie in der Liste, den du einfach, um ihn effektiv spielen zu können, offensiv spielst. Meistens. Also den kannst du natürlich irgendwie KG spielen und dann macht er irgendwann Runde 4 und 5 den Aufwasch, aber du verlierst halt ganz, ganz viel Potenzial, wenn du den defensiv spielen musst und der Gegner das weiß. Ich glaube, vor allem dieses Wissen ist so wichtig. Ne? Also man kann mit dem, ich glaube, du oder fast jeder macht natürlich immer gerne eine Hive Tyrant rein, irgendwas zerkloppen, Overrun wieder nach hinten. Genau, da ist der Hive Tyrant, aber... Sich diebisch freuen über den über das taktische Genie, das man ist an dieser Stelle. Ja, genau. Aber wenn der Gegner halt weiß, okay, er wird wirklich nie nach vorne kommen, er muss immer wieder zurück, endet das schon eine ganze Menge. Ja, das ist das eine. Und das andere ist halt, wie oft passiert das, dass du gehst da rein mit deinem Hive-Tyrant und du hast irgendwie eine 80% Chance, das Ding zu töten und tust es aber trotzdem nicht. Ja. Und das führt eh schon oft genug dazu, dass man ein Spiel verliert, weil du dein Hive-Tyrant abgeschenkt hast, dummerweise. Und das führt dann aber jetzt auch noch dazu, dass der Rest der Armee bröckelt, weil du dein Vierer-Retter nicht anschmeißen kannst, wenn du es brauchst. Ja. Und das ist echt eine krasse Nummer und deswegen ist halt A, die Überlegung, fußläufiger Tyrant und also Tyrantenwachen einerseits, weil ein fußläufiger Tyrant ist halt genauso gut wie ein Carnifex, eher besser, weil er noch Buffs verteilt und kostet gar nicht so viel mehr am Ende des Tages, braucht aber halt dann die Wachen dazu, sonst ist der halt auch, darf der seinen Kopf nicht raushalten. Und dann kannst du vielleicht auch gleich den zweiten mitspielen, dann haben sich die Tyrantenwachen wenigstens gelohnt, weil du den dann doppelt einsetzen kannst und du kannst den einen abschenken, weil der andere dann Warlord ist. Das ist auch okay. Oder du spielst halt gar keinen. Und dann hast du einen richtigen Charakter mit Charakterschutz als Warlord und hast zumindest deine Imperatives sicher, von denen ja doch 2 bis 3 ganz okay sind, sag ich mal. Natürlich vermisst man ein bisschen den Schwarmtyrant in der Liste. Ja. Ich glaube, wir haben natürlich auch wirklich viele gute andere Datasheets, die wir spielen können. Ja. Ich habe noch kein Spiel ohne Schwarmtyrant, also ohne Flyrant gemacht. Aber das ist natürlich jetzt erstmal die Überlegung. Kann das gehen? Und ich würde das ja gerne mal testen, ob sich das richtig anfühlen kann. Also ich kann es mir noch gar nicht vorstellen, weil also für jede Liste ist der so essentiell, weil der dieses eine schnelle Überfallelement ist. Dieses, ich gehe da rein und ich gehe wieder raus. Und egal, wo du dich hinstellst, der Typ, der onslaughtet sich irgendwo hin und macht Movos und schlägt und smitet und dann haut er wieder ab. Ja, wenn du den nicht mehr hast, dann ist deine Area of Action irgendwie total limitiert. Dann hast du auf einmal die Tyrannidenkrieger und ein paar Carnifexe und die bewegen sich so ihre 8 bis 10 Zoll alle, und der Tau, der erschießt dich einfach, bis du da bist. Und also das ist ein richtiger kniffliger Punkt, finde ich. Ne? Ohne geht es irgendwie nicht und mit ist irgendwie auch schwierig. Und dann habe ich über den Parasite of Mortex nachgedacht, irgendwie als... Der keine Punktkostenerhöhung bekommen hat. Der keine Punktkostenerhöhung, muss ja auch noch verkauft werden. So als, hey, der bewegt sich auch 16 Zoll, der hat Charakterschutz, dem kannst du vielleicht auch noch ein cooles, vielleicht kannst du dem einen Reaper geben oder so. Ja. Dass der halt irgendwie eine ähnliche Rolle erfüllt, halt nur nicht ganz so dangerous. Aber manchmal muss es ja gar nicht ganz so dangerous sein. Dafür kannst du den aber eher mal abschenken. Das fand ich eine spannende Überlegung, aber der schafft den Cut aber trotzdem nicht. Ja. So, weil er dann halt mit dieser einen Damage-Waffe und so, da ist halt einfach zu viel, was gegen ihn spricht. Ich glaube, wenn du ihn nicht für Mission Play oder für Mortals benutzen möchtest, ist er... Ja, genau. Du kannst natürlich einfach 3 davon nehmen. Ne? Dann hast du... Ja. Nö.
Assassinate ist ja gar nicht auch so, gar nicht so viel. Gut, also wir haben auf jeden Fall schon mal schöne Eindrücke bekommen, was so die ersten Probleme sind, die sich dann wieder beim Armeelistenbau zeigen. Letzten Endes dann doch wahrscheinlich die alten Einheiten, die da trotzdem mitgenommen werden, dann da mitgenommen werden. Was hältst du von noch so? Ja, frag ruhig erstmal. Ja, Entschuldigung. Sag. Ich würde ein ganz kurzes Licht noch auf die Exokrine werfen, die bei mir auch so on and off ist. Ja. Ich glaube, die spielt jetzt wieder eine größere Rolle, weil Armor of Contempt einfach noch breiter verteilt wird und dieses Profil Stärke 8-4 für 3 einfach dann eins ist, das man, glaube ich, ab und zu braucht. Weil dein minus 3, das du auf den Venom Cannons hast und auf ganz vielen anderen Sachen minus 2, dann irgendwie verpufft. So. Also das minus 4 schon nochmal richtig satt ist. Und dann mit, also wenn du den Prime dabei hast, dann mit doppelt explodierenden 6 und so, ist die Exocrine ganz schön geil. Aus dem Droppot heraus oder so. Okay, Tesla Exocrine, das hat natürlich tatsächlich schon mal einen ganz guten Klang. Ich glaube, Rupture Cannon Tyrannofexe habe ich für Fernkampfbeschuss auch noch gesehen. In Listen, jetzt in ersten Listenkonzepten in der ersten Woche. Also mal gucken, vielleicht wird es ja auch ein bisschen mehr in Richtung Beschuss dann gehen, tatsächlich für die Ingenieurinnen. Ganz ehrlich, würde ich sehr schade finden. Ich mag meine Käfer dann doch lieber als Nahkämpfer. Für Beschuss kann ich anderes spielen, aber gut, wenn es in die Richtung geht, geht es in die Richtung. Das kann man ja nicht beeinflussen. Kommen wir zu einem Thema, das mich persönlich noch mehr getroffen hat, als unsere Punktkosten, unsere Mechaniken und was sich da alles in der Armeeliste ändert. Und zwar die Sekundärmission. Jo. Ist ein bisschen bitter. Ja, ist ein bisschen bitter. Gucken wir mal auf die Sekundärmission der Tyranniden. Hast du da etwas, bei dem du sagen würdest, ja, nur ich habe jetzt generische verloren, aber dafür kann ich hier eins oder zwei nehmen? Ich glaube, nichts davon ist ein Autopick. Ich habe letzt einfach mal, spaßeshalber, um es zu testen, die dieses Töte-Sachen mit deiner Synapsen, mit Synapsenkreaturen im Nahkampf gegen Harlekine gespielt. Mhm. Und so, ich glaube, mit einem, ich erschlage einen Troopmaster, irgendwie, glaube ich, 10 Punkte gemacht auf dem Secondary. Und das war okay. Aber ich glaube, das war sehr, sehr situativ. Also, du gehst dann halt irgendwie mit dem Flyrant hin und erschlägst den Warlord und weiß nicht, dann regnet es auf einmal Punkte, weil du dann auch noch dieses den CP kriegst. Dann machst du nämlich 3 für den CP, 3 für den Warlord, 3 für den Character und ich noch irgendwas, weil keine Ahnung, irgendwo hast du noch einen Troopmaster getötet, einen Troopleader getötet und hast schon bei 10 Punkten und das ist ganz nett. Aber es ist echt situativ und man muss es drauf anlegen, wenn du eine reine Nahkampfliste spielst, glaube ich, ganz nett. Dann kann man, also man kann, glaube ich, eine Liste bauen, die das farmen kann. Und die anderen finde ich alle ätzend. Okay. Sehe irgendwie keinen, der, von dem ich sage, irgendwie Autopick. Oder auch nur gute Alternative zu generischen. Ja, und damit sind wir dann, glaube ich, schon bei einem Problem. Denn was hast du als gute generische, die du nehmen würdest? Ja, da sind wir wieder beim Punkt zweite Neurotrophe. Ich würde die immer safe einpacken, eine um entweder Ritual oder Interrogation zu machen als Secondary. Je nach Gegner kannst du dann gucken, was passt jetzt am besten. Ich habe das die Erfahrung gemacht, dass du die 12 Punkte oder sowas da kriegst du schon. Das ist okay, aber es ist nicht, ist keine sichere 15er. Das muss man auch immer sagen. Und dann, wir haben natürlich tatsächlich auch Fraktionen, die natürlich auch sehr gut dann tatsächlich gegen die Psychic Secondaries arbeiten können. Und Sisters fallen mir da ein als bestes Beispiel, genau, die auch wieder prominenter werden in der Meta. Auf die 4 plus Bannen und so, das ist schon ziemlich unangenehm. Genau, dann brauchst du immer was zum Ausweichen. Und was haben wir noch zum Ausweichen? Je nach Liste spielst du Engage. Engage ist aber ist auch eher, finde ich, mittlerweile eher eine 9 oder 10 Punkte Secondary. Auch da hängt viel am Flyrant, weil der das immer gerne mitpunktet und weil deine Harpier das auch einmal nicht mehr darf. Das ist halt auch ein Riesen-Nerf, ne, dass Flyer dieses Engage nicht mehr scoren können. Dafür sind Dreier-Einheiten Krieger wieder besser dafür, weil die halt auch, wenn es nur noch einer ist, die Punkte machen. Also ich finde es ausgewogen, was die Auswirkungen davon angeht. Wenn dann eine Liste das vorher konnte, dann kann sie das jetzt wahrscheinlich auch, aber es ist halt auch keine sichere 15 und das ist, finde ich, generell eine Schwäche bei den Tyras. Und dann hast du ja Nachmund oder Banner und
da läuft es, glaube ich, immer eher auf Banner raus, das ja auch leichter geworden ist. Und dann hast du halt irgendwie nochmal hier einen Charakter und eine Einheit, die, das, die die Banner hochziehen können. Ich finde den Jin-Stealer dafür nochmal ganz spannend, um halt auch im No Man's Land Runde 1 schon Banner hochzuziehen. Da kann man vielleicht sogar mal über zwei Einheiten nachdenken. Also das ist vielleicht eine Einheit, die du vorher nicht so gespielt hättest, oder? Also die habe ich zum Beispiel in Kiel genau so gespielt, genau okay, zu diesem Track, als Banner-Infiltratoren. Und ich glaube, das kommt jetzt wieder, weil man halt sicherere Secondaries braucht. Und ja, was haben wir noch? Dann hängt es schon wieder am Gegner, ne? Kill More, Kill-Fahrzeuge, Kill-Character. So, genau, und das heißt, wenn ein Gegner eine Liste baut, die das nicht hergibt, was oft der Fall ist, dann bist du halt auf deinen Engage, Banner und Psychic zurückgeworfen. Und das ist, das kann auch mal, sag ich mal, 10, 6, 9 werden. Ja, das sind tatsächlich nicht allzu viele Sekundärpunkte. Das heißt, wir bleiben bei den drei relativ mittleren Secondaries für die Tyranniden. Also hier nochmal ein ganz starker Nerf, muss man festhalten. Ja, finde ich auch. Ein einziges Secondary, das man situativ auch nur spielen kann von den Codex Secondaries. Ja. Ja, oder siehst du da noch eins, das noch irgendwie Potenzial hat? Nee. Also ich hätte nicht mal Cranial Feasting so wirklich spielen wollen. Von daher. Würde ich auch nicht, aber man kann halt einfach mal gucken, also wenn dir alles andere verwehrt wird, dann kann man mal prüfen, ob das nicht in dieser Situation etwas ist, wo man seine 9 bis 12 Punkte rausholen kann. Ja, genau. Zum Beispiel gerade gegen die Sisters-Liste vielleicht, ja. Die ja klassischerweise dich dann gut hinein können, aber viele Charaktere spielen. Ja. Ja. Also situativ dementsprechend, da bin ich bei dir, das finde ich gut. Das gucke ich mir auf jeden Fall noch mal näher an. Ja, schlechte Situation. Ja. Das heißt, wie gehst du da, ändert sich dadurch etwas, wie du die Spiele angehen würdest, insgesamt von der Strategie? Bedingt. Also ich bin ja eh schon länger nicht der Leviathan-Spieler. Mhm. Meine Spielstrategie mit Tyras ist jetzt eigentlich schon relativ früh im Kodex gewesen. Obsec Monster, Drop Hearts, das Midfield voll mit Lebenspunkten schmeißen, die Obsec haben. Und die Primärmission damit zu spielen. Mhm. Und auf dem Weg halt, damals, früher, Stranglehold zu machen, irgendeine Psychic Secondary zu machen und kann irgendwas, meistens Töte irgendwas zu machen, weil das auch noch ganz gut ging. An diesem Spielstil, also ganz viel über die Primary erstmal zu kommen, Primary denyen und dann selber gut spielen, wird sich, glaube ich, nichts verändern und deswegen auch am Kernlistenkonzept, glaube ich, nicht so viel, außer der Frage Fly Randy allein. Aber Obsec Body Monster irgendwo raufstellen, daran wird sich nicht so viel verändern. Und ich glaube, das ist so eigentlich schon die Kernaussage. Okay, aber nein, das ist ja total interessant. Das heißt, du sagst eigentlich, die Stärke war sowieso fast immer schon, also die Secondaries waren super, die du jetzt hattest, jetzt sind sie im Mittel, aber dein Primärspiel ist immer noch sehr gut. Genau. Und du bist eigentlich zuversichtlich, dass du in die Matches gehen kannst und es dann halt nicht mehr 160 beendest, aber dann halt 80-60 beendet. Ja, ich glaube, man muss eher gucken, also dass man eben nicht 160 geht, sondern wahrscheinlich eher 70-30. Oder 70-30. Du musst halt dann das Spiel des Gegners mitspielen und gucken, dass du denies, was du nur kannst. Mhm. Wenn du selber nicht deine safen 45 Secondary machst, dann musst du gucken, also dann ist eigentlich ein wesentlicher Teil des Gameplans ja immer schon aktives Denyen. Und das sowohl auf der Primary als auch auf der Secondary. Gut, das Gute ist natürlich, wir haben tatsächlich so ein, zwei Möglichkeiten, dem Gegner seine Engage, seine Nephilim, seine Psi Secondary schwer zu machen. Also da sind Tyranniden gar nicht so schlecht aufgestellt. Ja, gut. Das ist doch nochmal ein positiver Ausblick am Ende von unseren Sekundärmissionen. Ja, lohnt sich auf jeden Fall, Tyras weiterzuspielen. Ja. Ich stelle dir die Frage einfach nochmal. Ich habe sie ja aufgeschrieben. Ich glaube, du wirst lachen. Ich schmunzel auch schon mal bei der Frage, aber warum nicht? Deine Einschätzung, Saison Nachmund, Saison Nephilim. Wann waren die Tyranniden denn jetzt stärker? Crusher. Crusher. Quatsch, aus dem Feed mochte ich auch tatsächlich sehr gerne. Ja. Ach ja, gut. Ich glaube, das aber natürlich nach Mund. Also, ja. Ist überhaupt keine Frage. Also die Nerfs sind aber auch völlig in Ordnung. Ich finde es total okay, die wieder ein bisschen reinzuholen. Das war einfach drüber, da müssen wir uns auch nichts vormachen.
Die Winrates waren bescheuert. Jeder und seine Oma konnte das mit dem Puls quasi runterspielen und das wollen wir ja eigentlich alle nicht. Ja, ich habe, weiß ich nicht, ich habe Spieler gegen einen Harlequin-Spieler gehabt, gegen den ich immer struggle und den habe ich einfach so wirklich so im Schlafwagen vom Tisch gewischt. Ja, also vorbeilaufen. Ja, das ernsthaft geht halt nicht. So, das ist halt Quatsch. Dementsprechend, ich freue mich auch tatsächlich, dass dieser Nerf da ist. Ja. Das mag einige Turin-Spieler da draußen jetzt ärgern, wenn wir das sagen. Aber ich glaube, das ist für die Fraktion insgesamt und für die Spieler viel, viel besser, dass dieser Nerf jetzt so gekommen ist. Ja. Und ich würde behaupten, also ich habe auch keinen Überblick über die Beta für Mephilim, aber ich würde behaupten, unten sind wir ganz sicher nicht gelandet. Nein, definitiv nicht. Nee. Gut, Benny, dann schon mal vielen Dank für diesen ersten Einblick, was sich so für die Tyranniden alles geändert hat in der Nephilim-Saison. Eine letzte Frage habe ich noch. Gibt es irgendwas, was du dir noch gewünscht hättest an Änderungen für die Tyras, für Nephilim? Mechanik, Punktkosten. Spielbarer Tervigon. Spielbarer Tervigon. Ja, Findest du interessant? Ich finde ihn inzwischen, habe ich schon so ein kleines bisschen tatsächlich mit dem geliebt. Aber wenn der auch noch, was stört dich daran? Die Punktkosten oder die Mechanik? Ich glaube, die Punktkosten der Termaganten. Die Punktkosten der Termaganten. Ja, genau. Okay. Sonst habe ich auch schon einfach gar nicht mal so mit so kleinen Augen geliebäugelt und gedacht, das ist nicht so schlecht. Aber dann guckst du dir die Termaganten an und denkst, irgendwas verbietet sich da. Und das hätte ich schön gefunden, also wenn quasi noch statt nur die Top-Player zu nerven, ein paar andere Sachen den nötigen Schub bekommen hätten, um auch in der Codex-internen Balance irgendwie dabei zu sein. Aber gut, das ist Jammern auf hohem Niveau. Ja, Jammern auf hohem Niveau bin ich bei dir. Aber ja, Ganten runter und vielleicht schießt sie da auch so ein, zwei Punkte von diesen 16. Hätte mich auch sehr glücklich gemacht und vielleicht dafür gesorgt, dass vielleicht noch ein, zwei andere Spielstile, obwohl wir ja schon so zwei, drei Spielziele haben mit den Tyras, aber vielleicht sogar noch mal ein, zwei mehr noch möglich gewesen wären. Dann vielen Dank schon mal dafür. Ja. Benni, willst du noch jemanden grüßen? Willst du noch irgendwas raushauen? Ich grüße einfach den Sepp, weil er nicht dabei ist. Nein, ich freue mich auf Herrn Sierdek. Es gibt bald Tickets. Das wird lustig. Meine Hoffnung ist, dass ich jetzt dieses Jahr im dritten Anlauf dann schaffe, tatsächlich ein Ticket zu bekommen. Wir gehen, also ja, im ersten Anlauf quasi. Ja. Im ersten Anlauf, ja, Entschuldigung, im ersten Anlauf. Ich habe es ja immer dann irgendwie hingeschafft, so ja nicht. Habe mich durch die Hintertür reingeschlichen und stand dann einfach am Tisch. Aber diesmal gerne auch offiziell ein Ticket. Ich hoffe daran. Diesmal schaffe ich es. Ich werde diese Hoffnung weitertragen. Vielen Dank. Alles klar. Danke fürs Dasein. Ich verabschiede mich. Danke an alle, die zugehört haben. Ich wünsche dir was. Jo, tschüss.